Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein paar Rennen, um ein paar Drachenrennen und zwar wollen wir heute das Azurblaue Gebirge auf der Schwierigkeitsstufe fortgeschritten absolvieren. Und um dahin zu kommen, müssen wir erstmal ein paar andere Sachen vorher machen. Als allererstes braucht ihr ja die Quest, die ihr ganz am Anfang bekommt in der Küste des Erwachens, um die normalen Drachenrennen zu machen. Da gibt es eine Quest, um alle 8 Rennen hier zu absolvieren. Dann, wenn ihr die absolviert habt, gibt es in der Ebene von Nonara, sind es glaube ich 5. Dann die nächste Quest ist in einem Azurblauen Gebirge und dann in Taldrassus. Habt ihr alle diese Grundflugdinger fertig? Die könnt ihr auf der Stufe Bronze bis Gold absolvieren. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4. Dann gibt es eine Questreihe, dass ihr die fortgeschrittenen Rennen absolviert. Dafür ist es wieder dasselbe. Ihr habt quasi auch wieder eine Quest für das erste Gebiet, fürs zweite, dritte und vierte Gebiet. Und ihr könnt die dann immer quasi nacheinander angehen. Ich will in den Videoguides hier immer nur die fortgeschrittenen Dinger machen. Die normalen waren relativ easy. Ich denke mal, die kriegt jeder hin. Und 2 Zonen habe ich schon. Und zwar einmal die Küste des Erwachens habe ich schon ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne reinschauen, falls ihr Probleme habt. Und jetzt machen wir die fortgeschrittenen, beziehungsweise eben von Onara habe ich auch schon gemacht. Alle auf Gold, die fortgeschrittenen. Und diesmal wollen wir jetzt weitermachen bei der beim Azurblauen Gebirge. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem ersten durch. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier im Azurblauen Gebirge auf dem auf den Koordinaten 48, 40 und dort haben wir dann das erste Rennen, das ich absolvieren möchte. So, nächster Try. Ich muss jetzt schon immer meine Spells pre-drücken, weil der Server leider ziemlich laggt oder hier die Zone zumindest. Hier wird schon probiert, in verschiedene Gruppen rein zu joinen, um quasi auf einen anderen Server zu kommen. Aber das Problem war dann, dass die zwischen dem Rennen einfach alle rausgegangen sind, weil die irgendwie hier in Rare oder was die da für eine Gruppe gemacht haben, fertig waren. Und dann war ich jetzt hier wieder auf meinem Server und dann hat es übelst geleckt beim Switchen, ne? So ich das einfach auf dem Laggy-Server. Ich hoffe, das klappt jetzt hier irgendwie noch. Hier geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass man die Side-Ops wieder mitnimmt, dass man die Zeit schafft, weil vor allem hinten raus man sehr, sehr viele von den Orbs hat. Da war gerade, glaube ich, eine, die ich verpasst habe. Und man hier ziemlich durchspeeden kann. Am Anfang ist nicht so viel, aber hinten raus geht es richtig ab. Da kann ich eigentlich die ganze Zeit richtig speeden. Ah, und dann hat es auch gelangt mit Gold. Wunderbar. Waren wir sogar 2 Sekunden drunter. Sehr schön. Und gut, dann haben wir das erste hier schon mal fertig. So, oder wir sind am nächsten Spot, nicht weit vom anderen entfernt. Und zwar hier auf den Koordinaten 48, 35. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die Route mal an. So, Dola, nächster Try. Gleich am Anfang runter mit Speed. Nochmal reinspeeden. Nochmal reinspeeden. Um die Ecke rumzirkeln. Dann auf jeden Fall die Kugel hier mitnehmen. Dann da nach unten an der Kante entlang. Dann nehmen wir hier die Orb mit, ohne dass wir in das Feuer reinkommen. Wir brauchen nämlich hier einige Orbs, dass wir hier ordentlich durchzwirbeln können. Da entlang. Jetzt hier hinten bin ich gerade vorne an der Kante hängen geblieben. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Zu tief darf man hier auch nicht vorbei. Schnell hier rum. Hier bin ich vorher an einem Baum hängen geblieben. Ach! Ich sag's noch. Das waren dann 0, irgendwas Sekunden rum. Ah, das wird jetzt wieder nicht reichen. Das ist der blöde Baum. Ich dachte eigentlich, dass ich nicht reingeflogen bin, ne? Aber anscheinend schon. Anscheinend schon. Aber es hat trotzdem gereicht. Easy. Was war das jetzt? Ja, 0,24 waren wir drunter. Knappe Geschichte. Aber ich bin nur kurz, habe ich ihn touchiert, ne? Und das hat mich schon übelst runtergeslowt. Gut, dann gehen wir zum nächsten, hätte ich gesagt. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier bei den Koordinaten 41, 56 und ja, würde ich sagen, legen wir los. So, nächster Try. Ich hatte eben den verdammt guten, da haben nur ein paar Prozent gefehlt gehabt, aber das Problem, was ich eben hatte, dass dann die Server so geleckt hatten und dann konnte ich irgendwie meine Spells nicht mehr drücken und das war echt schade, weil ich hier so einen richtig guten Try hatte. Müssen wir ein bisschen schauen, dass wir die Feuerbälle ausweichen. Danke dir fürs Followen.
Vorher war wirklich der perfekte Try, ne? Dann im letzten Drittel ging dann mein Button nicht mehr. Und dann war leider RIP. Das sieht jetzt schon auch nicht so verkehrt aus. Eventuell, wenn jetzt nichts rumbackt. Vielleicht läuft es, ja. So, hier drücken wir nichts. Dann lassen wir uns jetzt mal hochspeeden. Schon ein bisschen getestet, durch welche Gipfel man durch kann. So. Jetzt speeden wir hier ordentlich durch. Zünden wir den Elan einmal raus. Ah, Mist, jetzt habe ich ein bisschen zu wenig. Noch einmal vielleicht und... Gott sei Dank. Diesmal hat es halt auch nicht gebuggt und nicht krass geleckt. Vorhin hatte ich teilweise 10 Sekunden drüber und ich dachte, ich kann es nicht besser spielen, aber das lag einfach nur, weil es geleckt hat, wie nochmal was. Und jetzt ging's, Gott sei Dank. Okay, hätten wir das Ding auch abgeschlossen, dann haben wir jetzt noch, ich glaube 3 müssten es noch sein, oder? 1, 2, 3, genau. Dann schauen wir jetzt zum nächsten. So, wir sind am nächsten Spot und zwar hier unten auf den Koordinaten 16, 49. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal durch und gucken, ob die Strecke ein bisschen einfacher ist. Nächster Try, gleich mal reinspeeden. Speed, 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 Speed. Also die ist anscheinend sehr schwer, die Strecke. Da muss man echt fast richtig perfekt fliegen. Jede Kurve ideal mitnehmen. Ich bin immer 3 Sekunden drüber und ich weiß nicht, wie ich das rausholen soll. Keine Ahnung. Da fehlt es an allen Ecken und Enden leider. Damit habe ich hier keinen Speed mehr. Nick schon mit dem Kopf hin und her mit, ne? Also, mehr kann ich fast nicht machen. Gott sei Dank! Endlich! Also das war jetzt eine der beschissensten Strecken überhaupt. Ich weiß nicht, wie viele Tries ich jetzt hier hatte, aber irgendwas zwischen 10, 20 waren es jetzt bestimmt. Holy shit! Das mit dem Kopf so mitgehen, ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben. Also, ich habe immer versucht, Energie zu sparen oder Elan, aber ich glaube, the way to go ist, am Anfang wirklich durchzupulvern, weil dann kriegt man immer mehr, ne? Wenn man nur am Anfang hier irgendwie rumguckst, das bringt dann leider auch nichts. Gut, die haben wir auch fertig, dann können wir zur nächsten. Gut, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 20, 22. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir die Strecke auch hinkriegen. So, dann haben wir jetzt den zweiten Try. Ich habe eben die Strecke geflogen, habe einiges meiner Meinung nach verkackt und es waren jetzt 0,035, ne, was ich drüber war. Also wenn ich jetzt das richtig fliege, dann sollte das eigentlich gut machbar sein. Hoffe ich zumindest. Ich habe ein paar so Side-Orbs versucht zu kriegen, die ein bisschen abseits der Strecke waren, zum Beispiel die hier. Aber das hat sich nicht wirklich rentiert, die mitzunehmen. Weil ich dann so einen großen Bogen fliegen musste. Da verlierst du dann mehr Zeit, als du dadurch reinholst, ne? Dass du dann nochmal einen Elan hast. Gut, jetzt kacke ich hier gerade ein bisschen ab. Hoffen wir mal, dass wir bis dahin noch schnell hinkommen. Okay. Das müsste laufen. Also das scheint eine relativ einfache Strecke zu sein. Jetzt speeden wir hier noch ein bisschen durch. Also die ist ziemlich einfach. Also schon mal, jetzt war ich fast 3,5 Sekunden drüber. Nicht ganz, aber fast. Okay, die war easy. Dann haben wir jetzt noch eine. So, wir sind auf dem letzten Spot. Und zwar einmal hier oben auf den Koordinaten 71, 24. Und ich würde sagen, wir probieren das einmal aus, ob wir das vielleicht auf First Try hinkriegen. So, das erste Mal hat leider nicht ganz geklappt. Silber haben wir geschafft. Ein paar Sekunden waren wir aber blöderweise drüber. Und jetzt gucken wir, dass wir hier den Speed mitnehmen. Da haben wir auch nochmal so einen Speedwind. Ah, da ist nochmal einer, hätte ich mir den Lan jetzt eben sparen können.
In den ganzen anderen waren eigentlich keine Speedwinde mehr bei den fortgeschrittenen Teilen da. Ah, das können wir uns auch sparen. Nehmen wir den Speedwind mit. Jetzt vielleicht hängen geblieben, könnte es sein. Komm, speeden wir einmal rein. Wir hier noch einmal rein. Da war so ein Wirbel, der nicht mit nach oben kickt. Eventuell wäre das auch was gewesen. Ups. Bin verkackt, glaube ich. Jetzt habe ich nämlich nur ganz gute LAN hier für das Ende. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr gespart. Ah, nee, passt. Easy. Da kommt's. Also mit den Winden kann man sich da einiges an LAN sparen für den letzten oder fürs letzte Drittel von der Ebene. Oder von der Strecke. Und ja, damit haben wir auch das letzte abgeschlossen. Damit dann das Azurblaue Gebirge. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Viel Spaß beim Nachspielen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dann hier das letzte Achievement angehe in Taldrassos. Und dann müsste es auch das Meta-Achievement geben. Also schauen wir mal. Bis dahin, euer Tila. Ciao.